Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Und wir spielen, gegen den Freddy mit korrupter Dimension. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks Seelenruhe, Befreiung, Zerlegen und ausgewogene Landung. Okay, und ich denke mal, der Gen ist verblockt, der dort ganz hinten ist verblockt. Das heißt, ich denke, der oben im Haus ist auch verblockt. Weil das verblockt ja immer die drei, die am weitesten vom Killer entfernt sind, wenn der Killer spawnt. Ich denke mal, der Killer ist hier unten irgendwo gespawnt. Deshalb sind dort hinten alle versperrt. So, okay, ja. Zum Perkbild an sich ist eigentlich der, wie kriege ich es hin, als allererstes im Spiel zu hängen, Perkbild. Denn sobald ich mit Befreiung spiele, hänge ich irgendwie als erstes. Ihr seht vielleicht, Claudette wird jetzt gejagt, aber das ist alles eine Illusion. Ich hänge trotzdem dann als erstes. Nee, zumindest ist immer das so das Gefühl, ne? Kaum hat man Befreiung dabei, hängt man als erstes. Naja. Aber gut, die Idee ist so ein bisschen, ne, dass ich mit Befreiung selbst vom Haken springen kann, mit Zerlegen den Haken zerstöre und dank Zerlegen auch für 5 Sekunden die Killer-Aura sehe, was ziemlich cool ist. Da weiß ich zumindest, wenn ich mal vom Haken springe, in welche Richtung ich dann wegrennen muss. Ich renne mal hin. Ich meine, es wäre vielleicht jetzt schlauer gewesen, den Gen weiter mit durchzuziehen. Weil Freddy sich einfach vielleicht dann teleportieren kann, Pop hat, was weiß ich. Auf der anderen Seite. Nee, klopft der Tür bitte auf. Lauf. Auf der anderen Seite, ne, will ich jetzt unbedingt Befreiung zum Einsatz bekommen. Ich habe mich jetzt extra ihm gezeigt. Dass er halt etwa weiß, wo ich bin, aber er will dort oben weiterbleiben. Der erste Gen wurde dort hinten geschafft. Perfekt. Lauf, 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 lauf. Okay, ich wusste nicht von. Der hat halt gut angetäuscht gerade. So, ich werfe ein bisschen früher um. Ja. So. Blendung. Schade, das war gierig. Ich dachte, ich kriege eine Doppelblendung hin, aber der hat halt dann instinktiv nach oben geschaut. Naja, gut, man versucht es manchmal. Man versucht manchmal einfach ein bisschen gierig zu sein, ne? Okay. Immerhin hat er aber jetzt mich erwischt und nicht die Claudette. Und ich springe vom Haken. Lauf. Und ich sehe, dass Freddy direkt wieder herkommt. Er tut mir jetzt natürlich leid für den armen Lian, der jetzt extra gekommen ist, um mich zu retten. Aber gut, er musste wenigstens keinen weiten Weg gehen, ne? Aber hey, damit ist das aufgegangen. Ich konnte vom Haken springen. Und wusste auch, in welche Richtung der Freddy ist. Okay, die jagen sich da. Ich nutze jetzt die Zeit und hau dort ab. Und versuche jetzt hier unten irgendwie zu reparieren. Das gibt's doch nicht! Leute! Leute! Ah. Ich will nicht sterben! Was macht ihr plötzlich bei mir? Ich denke mir noch so, ja, okay, dann nehme ich jetzt den großen Umweg, dann habe ich meine Ruhe, arbeite hier in Ruhe im Generator, plötzlich kommt Ace um die Ecke. Naja, okay, wo sind Generatoren? Und wieso laufe ich an allen ständig vorbei? Hinten ist einer und ich denke, hier oben im Haus ist noch einer. So, und Hallöchen. Die Sache ist, wenn Freddy kommt, wenn er von unten nach oben kommt, dann muss ich rechtzeitig weggehen. Wenn er sich teleportiert, muss ich schnell nach unten laufen. Ich habe nur keine Ahnung, hat er Ruin? Nein. Was mein Team auch macht, ich hoffe mal, dass Claudette und Lian jetzt auch an Gen sitzen und die vielleicht jetzt ein bisschen effizienter waren als ich. Ja, einer dort und Freddy da. Okay. So, vielleicht. Die Claudette sitzt halt noch am Generator, die ist nicht sofort losgelaufen. Okay, jetzt flieht die Claudette. Lian wird verfolgt. Claudette geht. Lian, Claudette, du siehst die Besessenheitszacken wackeln. Claudette, verdammt! Wenn Lian gejagt wird. Überraschung, wer soll retten? Das ist so. Ach Mann, Claudette, die hat das vielleicht einfach nicht richtig mitbekommen. Naja, wenn man alleine spielt, dann denkt man sich, das Team regelt schon, aber
Naja, das Team regelt halt meistens nicht. Okay, ich habe es zum Glück mitbekommen. Okay. Hallöchen, der Freddy hat Pop. Ich tippe nur mal kurz hier an. Willst du den jetzt durchziehen? Okay. Freddy teleportiert sich hoch zur Claudette. Soll ich dich heilen? Ich kann das auch. Okay, ja. Damit kann nämlich jetzt der Ace zur Claudette hinterlaufen. Ich versuche den Jen hier durchzuziehen. Geh, 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 geh. Und rette. Der Leon wird dort hinten gejagt. Verwandt gibt uns halt jetzt auch viele Informationen. Das ist sehr gut. Dadurch weiß ich auch direkt Bescheid. Okay, ich ziehe hier unten einfach den Jen durch. Das ist auch eigentlich ein ganz guter Jen, dass ich den jetzt durchziehe. Weil ich meine, hier ist keine Palette mehr. Die nächste Palette ist da. Der muss nur von hier oben kommen. Zu der Palette komme ich dann nicht mehr rechtzeitig. Gerade wenn ich im Schlaf bin und den Herzschlag von Freddy nicht mehr rechtzeitig höre. Daher solche eher unsicheren, gefährlichen Generatoren ist immer gut, wenn man die halt, ja, schnell mal macht, ne? Dass man die nicht bis zum Ende noch irgendwie übrig hat und dann an diesen verzweifelt. Okay, dort hinten ist Ace. Leon wird gejagt, aber Leon hat, hier tiefe Wunden. Wahrscheinlich hat der einen Insta hier. Okay, irgendjemand arbeitet mit. Ja, der Ace. Kommt Freddy her? Boah, spielen die alle mit Verwandt? Das ist so gut. Verwandt ist so cool, wenn man alleine spielt. Ja, Flashbang drauf. Aber Freddy hat halt trotzdem noch Pop. Claudette, gehst du retten? Ja, ne? Freddy geht direkt zurück. Gut, dann gehe ich mal wieder retten. Irgendwie. Die Claudette versucht immer mal, versucht irgendwie zu retten, aber da wird sie immer abgefangen. Ne? So, ich halte dich jetzt. Leon ist jetzt auch tot, wenn er hängt. Das heißt, besser, der ist jetzt schnell geheilt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen mal heilen. Also ich meine, ich bin die ganze Runde lang verletzt, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Weil wenn man verletzt ist, spielt man halt nochmal 10-mal vorsichtiger. Das kann einem aber dann auch irgendwie wieder auf die Füße fallen. So, Leon, heil mich bitte voll. Und dann wieder zurück an den Generator dort. Ah, wobei ich denke mal, Freddy wird sich dorthin teleportieren. Ja. Und der Freddy tritt wieder gegen. Und er hat Leon gesehen. Ich tippe mal kurz an. Und gehe zur Claudette runter. Ich habe jetzt den. Klar, ist jetzt vielleicht nicht so schlau, den Jen anzutippen. Gerade wenn Freddy Leon jagt, dann hat er dann wieder einen Pop drauf. Aber auf der anderen Seite, vielleicht sitzt Ace ja noch in der Nähe und zieht den Jen jetzt durch. Wirklich, Claudette. Die Claudette ist eine Granate. Jetzt will sie sich nicht mal heilen lassen. Na gut. Mann, und ich drücke immer Rechtsklick. Ich will das nicht. Irgendwie passiert das manchmal einfach, dass ich Rechtsklick drücke und dann klicke ich immer. Das will ich gar nicht. Das ist immer unbeabsichtigt. Okay, den ziehen wir durch, bevor Freddy da ist. Und hier liegt auch schon eine Flashbang. Ich war geblendet und hab den Jen einfach durchgezogen. Der hat halt nichts geahnt. Das ist schon fies, aber Freddy. Oh. Aber gut. Also wir haben jetzt den Jen. Jetzt wird er rüberkommen. Oh, das, okay, na gut. Da war die Kralle ein bisschen länger als gedacht. Okay, dort ganz hinten ist Ace. Der macht gar nicht erst die Palette kaputt, weil er weiß, dass die unsicher ist. Okay, auch nicht schlecht. Okay, der zieht dort hinten den Jen durch. Okay. So.
Ist irgendwie ungewohnt, ne? Mit Seelenruhe zu spielen und dann nicht aufzuschreiben, wenn man aufgehangen wird. Okay, Ace. Wenn die Claudette gut durchhält, er weckt sich erstmal auf, auch gut. Dankeschön. Jetzt sehe ich Freddy dank Zerlegen. Weiß also, dass er in der Nähe ist. So, heil mich mal, wenn du möchtest. Wobei, andererseits, wenn er die Claudette schnappt, dann sind wir... Dann ist sie halt tot. Wir müssten eigentlich jetzt einen Gen durchziehen, bevor Claudette schnappt, aber... Kriegt das jetzt auch mal hin, ne? So, dankeschön. So haben wir wenigstens beide höhere Überlebenschancen, wenn wir gesund sind. War hier unten nicht Claudettes Generator? Dem wurde ja... Okay. Ist er wieder bei Null. Schade. So, ich weiß auch nicht, wo der Ace ist. Ich ziehe einfach... Ah, Mann, ich darf nicht so vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite bin ich halt tot, wenn er mich erwischt. Jetzt höre ich nicht mal Herzschlag, sondern nur noch sein Lied. Und das höre ich generell immer viel zu spät. So, okay. Jen ist bei Drittel. Ich weiß nicht, ob er Ace jagt. Nee. Er ist eigentlich direkt um die Ecke, ne? Yep. Ich wusste nicht genau, wie nah er ist. Okay, hier hoch. Ja, komm um die Ecke. So, der hat mal die Palette hier zerstört. Sehr schön, Freddy. Okay. Ah, gut angetäuscht. Schaffe ich das und steht die Palette hier noch? Ich glaube, hier steht keine Palette mehr. Doch! Dort steht die Palette, oder? Aber schaffe ich das noch? Ich traue mich gar nicht umzuschauen. Ich hab's noch. Ja, jetzt kriegt er mich. Okay. Oh, hier wäre auch noch eine gewesen. Ace ist dort ganz hinten. Okay, ich versuche mich nochmal zu erholen. Freddy teleportiert sich. War aber eine spannende Jagd. Ich meine, ich muss die Palette ein bisschen früher umwerfen, aber... Okay, ich recover einfach. Aber ich gehe mal in die Palette, vielleicht... ergibt sich dann irgendeine Gelegenheit, wo er es mich retten kann. Unternehmen? Nein. Hier ergeben sich keine Gelegenheiten mehr. Schade. Aber gut, Freddy hat gut gespielt. War trotzdem eine sehr spannende Runde. Ich hatte halt irgendwie die ganze Zeit die Hoffnung, dass der Ace den Gen dort unten durchzieht. So, hallo Freddy. Das war's dann auch schon. Aber hey, wir konnten Befreiung nutzen, Zerlegen hat uns zweimal gut geholfen und ausgewogene Landung war sowieso klasse. Seelenruhe ist immer so, ist das jetzt gut? Aber ich glaube, gerade wenn man mal gegen einen Doktor oder gegen einen Oni mit ansteckender Angst spielt, ist Seelenruhe schon ziemlich cool. So, okay, aber hey, Freddy hat uns erwischt. War eine spannende Runde. So, na komm. Ich bin mal gespannt, was er für Perks hatte. Er hatte also Pop, das wissen wir. Ich glaube, Barbecue hat er auch. Wenn ich jetzt so raten müsste. Und bestimmt korrupte Intervention. Ich weiß es nicht. Den Pip haben wir gemacht, ja. Und er hatte Pop, Barbecue, Korrupte und noch Noed, okay. Der war vorbereitet fürs Ende. Na gut, ja, war eine spannende Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.